Dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny geht es zunehmend besser. Er wird wegen einer Vergiftung seit Wochen in Berlin behandelt. Auf Instagram veröffentlichte Nawalny nun ein neues Bild aus dem Treppenhaus der Berliner Charité. Er bedankt sich bei den so wörtlich brillanten Ärzten der Klinik. Bis zur vollständigen Genesung sei es aber noch ein langer Weg. Die Analysen mehrerer Labore weltweit haben inzwischen ergeben, dass er mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet worden ist.